Hallo und herzlich willkommen zu The Forest und wir gehen erstmal schlafen. Gut. Ich sehe gar nichts. Können wir noch schlafen? Können wir schlafen? Ich speichere mal. Ich speichere auch mal. Ah, jetzt können wir schlafen. Na, die Tür ist offen. Hey, wieso ist die Tür offen? Gehst du zu? Die ist zu. Nee, die ist offen. Hä? Egal. Jetzt kann er reinkommen. So. Ja, wie man in der letzten Folge auch schon gemerkt hat, wir haben jetzt ein kleines... Alter, ich höre bei dir so laut gerade. Kaputt gemacht haben. Und wir haben jetzt Existenzprobleme. Wir brauchen Essen. Und Trinken. Ja gut, Trinken ist nicht das Problem, Essen vor allem. Gehen da gerade die ganze Zeit die Büsche wieder ein? Im zweiten Beet werden es irgendwie immer weniger. Gießen muss man so nicht. Ich habe keinen blassen Dunst, ehrlich. Okay, so, wie macht man denn gleich wieder Bomben? Sprengstoff. Okay, man braucht Alkohol, Münzen, Klebeband. Eieieiei, da braucht man richtig. Oh, das ist krass. Dann mit den Bomben wird's doch nicht so. Nee, ich habe noch keine Uhr. Habe ich Münzen? Alter, du musst mal bitte irgendwie was gucken, weil ich höre dich die ganze Zeit. Bei dir schaltest du die ganze Zeit gerade. Moment. Yeah, unser Weg ist fertig. Ist es besser geworden? Ja, ich glaube schon. Kann es sein, dass ich vielleicht mein Ding eingeklemmt habe, mein Kabel. Wir haben Armbrustbolzen gefunden, haben noch keine Armbrust dazu. Ich muss unbedingt was essen. Ich renne gerade einen Vogel hinterher und hoffe, dass es landet. Hey! Warum wendest du? Lande doch endlich mal. Gut, also wir brauchen Münzen und Uhren. Oh. Und das findet man eigentlich nur in Höhlen. Heißt also, wir müssen... Wir müssten... Oh Gott, ich habe gerade voll den Ruckler gehabt. Wir müssten eigentlich mal echt eine Höhlentour machen. Aber Essen ist auch wichtig und Essen werden wir in der Höhle nicht finden. Nee, keine Chance. Das war eigentlich immer das Problem bei den früheren Höhlentouren, dass man... Wir haben zwar noch ein paar Snacks, aber ich möchte sie. Ich möchte die. Doch, stimmt, bei Höhlentüren waren die waren ganz praktisch. Also vor allem Soda kann man da mitnehmen, weil Soda haben wir relativ viel gefunden, glaube ich. Ja, Soda haben wir viel gefunden. Ja, ich kann. Ich sehe das schon wieder, die Folge. Gleich greifen die uns an. Wir sind wieder nur am Wegrennen und Verteidigen. Und ach Gott. Kommt gar nichts, kommen wir. Ich brauche wieder erstmal Essen. Oh, also der Bärenbeutel, den bringt's voll. Da kann ich jetzt 30 Bären rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, was brauche ich denn dazu? Brauche ich wieder Hasenfell wahrscheinlich, oder? Hasenfell, warte mal kurz. Genau, man braucht zwei Hasenfelle, wenn ich... Was, zwei? Ach du Scheiße. Ich glaube, du hast echt alle Hasen erwischt, ne? Ich habe zwei Hasenfelle. Da unten sind sie schon wieder. Die rennen auch direkt auf uns zu. Nee, doch nicht. Die laufen vorbei. Gott sei Dank. Ja, könntest du, weil das wäre echt mal echt wichtig. Diese zwei Hasenfälle. Bitte gib die mir mal. Ja, Moment. Ich kann... Hier. Danke dir. Mach mal deinen Beutel. Ja, sofort. Ich hau nur noch schnell. Also den Beutel muss man dann ausrüsten. Bären sammeln zu können. Ja, ich weiß schon. Das weiß ich, glaube ich. Ja. Ich hau nur noch schnell mal einen Vogel rein zum Essen. Oh, du hast mir nur ein Hasenfell gegeben. Nein, zwei. Oh, ne, ich habe dir eins gegeben. Okay. Komm her schon. Hier. Danke dir. Es sind nur zwei Hasenfälle, mehr nicht. Ja. Oh, geil. Ich weiß schon, wo ich die auffülle. Oh, Alter, die Krähen, die machen gut Essen. Das ist geil. Also wenn du so eine schwarze Krähe siehst, die bringen schon gut Essen. Also mindestens halb voll. Oh, okay. Aber die sind schwer, weil die sind relativ scheu, deswegen fliegen die schnell weg. Die musst du in der Luft erwischen. Ja.
Ich glaube, ich habe irgendwie so eine. Was war das? Eine Taube? Nee, Möwe. Möwe war es. Aber das Gute ist, ich weiß, dass hier immer Bären sind. Da laufe ich immer hin. Ich mache jetzt hier meine Tasche voll. Also, wenn es mal wirklich Not am Mann ist, hier hinten wachsen auch immer wieder Bären. Richtung See, oder? Ja. Aloe Vera wäre es auch mal, dass ich ganz viel Medizin machen könnte. Ja, wäre praktisch. Hallo, möchtest du mal fertig werden, du scheiß Fleisch? So eine Ente kriegt man aber nicht, oder? Das haben wir schon mal probiert, glaube ich, ne? Oh, ich weiß nicht. Normalerweise müsste es ja funktionieren. Habe ich das Fleisch jetzt nicht reingetan? So, wie macht man einen Molotow-Cocktail? Oh ja, das ist ja einfach. Braucht man Stoff dazu? Nee, also ich habe eine erwischt, die liegt jetzt unter Wasser und ich komme nicht hin. Das ist schön. Also bringt eher nichts. So, ich habe jetzt mal 3 Molotow-Cocktails. Nein, ja, die brauchen wir vielleicht jetzt auch. Oh, bin weg. 2 Mutanten. Was, 2 Mutanten? Hinter mir her. Oh. Ah, nee. Also ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Gut, jetzt habe ich noch 12 Stoff, das versuche ich noch aufzubewahren. Hä, wo ist eigentlich unsere Tür hin? Oh mein Gott. Wo ist unsere Tür? Das ist nicht dein Ernst. ja, ne? Ah, oh, Gott sei Dank, Dankeschön. Hast du gut was gemacht. Bei mir ist sie immer nicht da. Ne, bei mir ist sie wieder da. Hm. Das ruckelt gerade so ganz schön bei mir, echt. Ah, die Tür ist wieder da, danke. Bitte, gerne schön. Das Fleisch ist immer noch nicht fertig. Also, bei ist mir geht's gerade wieder. Ja, gut. Gut, jetzt machen wir mal was hier. Jetzt ja, genau. Wir nehmen jetzt mal Baumstämme mit und machen erstmal drüben das Ding fertig. Das ist jetzt wichtig. Naja. Jetzt brauchen wir 7 Stück. 7? Ja. Also der Wind hört sich echt geil an. Gott. Sind die Mutanten da? Nee, das ist so. So, die gehen ganz gemütlich hier. Okay. Oh nein, 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 ich wollte. Oh nein. Wo bist du da hinten? Ich glaube, die kommen in Frieden. Nein, ich nehme alles los. Ich fange mal an, hier einen Baum zu fällen, damit wir schon mal irgendwo. Ich bin bei dir, Vorsicht. Was? Wo bist du denn? Ach da. Die sind da, ne? Nur mal so. Ja, das, irgendwann müssen wir auch. Wir müssen jetzt so alles parallel machen. Das hilft nichts. Gut, dann versuche ich da ein bisschen zu kämpfen. Okay, passt. Achtung, Baum fällt genau auf deine Richtung. Achtung. Das wär's jetzt. Vorsicht bei dir, Vorsicht bei dir! Du rufst keine Hilfe. Schön. Einer ist tot. Komm her. Genau, schleich dich. Meine Güte, echt. Du nimmst die Leiche, ich nehme 2 Baumstämme. Schlussig, man kann 2 Baumstämme tragen. Oder eine Leiche. Aber, ja, nur eine Leiche. Ja, die sind so unhandlich, deswegen. Ah ja. Hey, was fliegt weg? Mein Fleisch! Wieso? Hat dein Fleisch wieder Flügel bekommen? Ja. Tue ich es halt nochmal rein. Hat vielleicht jetzt einen komischen Nachgeschmack, aber ist ja wurscht. Hier ist noch ein Baumstamm, ist noch irgendwo ein. Genau, also ich glaube, es haben wir eh schon genug Baumstämme in diesem Ding drin. Ja, schon mal gut. Reparierst du mal, das sehe ich doch, dass das nicht ganz ist.
sehe ich auf dieser Wand hier. Dass die Wand nicht ganz ist. Ja, das funktioniert nicht, das Problem. Von innen? Schon probiert? Ich habe schon alles probiert. Warte, vielleicht jetzt, wo wir nochmal gebaut haben. Lol, der repariert es einfach nicht. Geh mal von innen gegen die Wand. Das ist eher der Boden irgendwie. Hier ist ja die eine Wand, das sehe ich doch. Es wird zwar angezeigt, dass es... Diese Wand hier ist das doch, oder? Ja, es wird ja auch angezeigt, dass man es reparieren muss, aber irgendwie geht es nicht nach oben. Oh, was will die Tante hier schon wieder? So schnell sind sie ja schon, die Bitches. Komm, wir fahren jetzt rüber und bauen erstmal unseren... Ach, du hast schon rumgeschoben, ne? Ja, übertreibst du. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist richtig tausendmal eh. Und früher ging das nicht. Und dann, jetzt macht er, schmeißt halt alles. Hey. Schon wieder ne? Alter, wieso findet man jetzt auf einmal die ganze... Warte, ich nehme es auch. Nein! Du musst mich abholen. Ich komme mit dem Baumstämmen nicht drauf, ja, und wenn ich drauf springe, dann... Ja, aber Schildkröten bringen auch viel Fleisch, also... Ja. Notiert sich's mit... Bring mir mal das los. Ah doch, ah ne, zwei. Wie das ausschaut. Wie kommt man denn da hoch? Alter, really? Nein! Nein, ach doch, passt doch. Nee, passt schon. Hier ist eine. Ah, jetzt passt es. Ja. Guck mal. Soll ich das trockene Fleisch dann gleich da drüben auf die Insel bringen? Trocknen, dass wir da schon mal zwei Fleischstückchen haben. So als Notfall, weil jetzt kommen wir ganz gut klar mit den Vögeln eigentlich gerade, ne? Ja. Ja. Natürlich die Schildkröte mal da drüben aufhängen. Ja, eventuell. Wäre vielleicht besser. Ah. Ich glaube echt, das ist eigentlich der das Schluck immer, ne? Ich bin gar nicht gewohnt, dass das Floß so gerade fahren kann, wenn man nicht so ein Scheiß... Ich verstehe das auch nicht. Aber ich finde das echt eigentlich krass, wenn du jetzt überlegst. Stell mir vor, wir würden im Wald, weil das ist echt notwendig, dieses Meer und dieses zum Wegkommen. Stell dir vor, du wirst im Wald kämpfen. Vor allem, die können ja auch, glaube ich, auf Bäumen klettern. Ja, auf Bäume von oben runterspringen und. Du musst dich mal vorstellen, da wirst du doch sofort am Arsch, oder? Ja. Mal trinken. Ich mache jetzt schon mal das Lagerfeuer an. Weil ich eh was zum Essen brauche. Da schmeiße ich schnell mein Fleisch rauf. Ja, passt. Hast du noch ein paar Sticks dabei? Und das hier fertig. Ich glaube. Ja, passt. Perfekt. Ich hau doch gleich mal ein paar Pfeile rein. Bisschen selbstgemachte Pfeile gerade. Läuft. Ich muss da noch ein paar Pfeile holen. Mhm. Oh ja, die Krähe, die bringt echt gut. Die ist echt geil. Ich sehe das schon wieder hier. So. Nee, okay. Vielleicht brauchen wir hier keinen Weg, oder? Nee. Wir brauchen einen Weg, oder ganz viele Fackeln. Ja, wir können es irgendwann mal. Oh, eine Krähe. Ja. Kill it with... Hubs. Nee.
Wir sind so doof. Das ist voll die Probleme eigentlich. Ach komm. Aber nicht einfach jetzt alle Vögel töten eigentlich, weil eigentlich jetzt habe ich 1, 2, 3 Vögel, aber... Aber eigentlich ja, keinen Hunger. Ich finde schade, dass man den nicht kochen kann und irgendwie einstecken kann. Ja, wieso kann man es denn nicht zum Trocknen hin? Ich verstehe das auch nicht. Ist doch auch noch ein normales Fleisch. Ja, ich versteh's nicht. Leckeres Vogelfleisch. Hat jeder ja schon mal gegessen. Chicken Nuggets. Alter, ich sehe sie rechts wieder laufen, links spazieren. Oh, Alter. Alter, Alter, Alter! Digga! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was? Alter, was? Was zum Teufel, Alter? Schon wieder eine Schildkröte. Alter, woher? Ich weiß doch von den ersten Folgen die ganze Zeit Schildkröten. Da haben wir. Und jetzt kommen sie nur noch. Na gut, dann können wir eigentlich jetzt nochmal welche bei uns unsere Base bauen. Fährst du mal ein bisschen näher ran. Weil sonst müssen wir da so. Genau. Meinst du jetzt bei unserer Hauptbase oder meinst du jetzt eher dort hinten bei der Base? Gut, ich habe ja noch ein Ding. Da könnten wir noch ein drittes. Ich verstehe, ich rutsche die ganze Zeit runter, wenn du fährst. Okay, jetzt fahr. Bei mir hat es so auch funktioniert. Wir könnten da hinten noch ein drittes bauen und bei unserer Base noch ein. Das. Ja, ja, könnten wir machen. Ja. Also das kriegt mir doch eigentlich relativ wenig, ne? Ja, aber die, wenn wir mehrere haben, ist ganz gut. Es ist gerade echt zu hilfreich, dass wir viele davon haben, weil da sind wir mit Wasser schon mal eigentlich ausgesorgt. Hast du jetzt eigentlich auch schon die Wasserflasche? Die Wasserflasche nicht, nee, die wollte ich eigentlich als nächstes bauen. Aber, mir fehlen ja Hasenfell. Ich glaube schon, ja. Oder nee, braucht man da nicht Reh? Ich glaube, man braucht Reh dafür. Und wie viel Reh? Ein Reh habe ich. Ich habe auch noch Reh. Schau mal kurz. Wasserschlauch. 2 Reh und 1 Seil. Warte, dann kann ich dir ja schon mal das Reh-Ding geben. Guck, nimm das Reh. Danke dir. Oh. Perfekt, cool. Und ich koche schnell nochmal, weil ich gerade hier bin. Und weil ich gerade hier das andere. Das Ding. Kann man das aufhängen? Was? Ja, ja, Schildkröte kann man aufhängen. Das kann aufhängen, das ist gut. Jawohl, haben wir schon 4 Stunden Dinge. Jawohl. Das ist schon mega, Alter. Alter, geht doch wieder voran, Alter. Ja. Oh, okay, nicht jetzt. Irgendwie der Weg, der baut sich von allein. Ja. Mehr Versteine hat man nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich bleib da immer an Ort und Stelle stehen, wenn du fährst. Fight. Guck. Ich muss so ein bisschen mitgehen. Okay, fahr jetzt. Okay. Was? Hä? Das ist immer noch leicht. Warte, jetzt. Ja, jetzt geht's. Ah, jetzt. Hä? Was ist das? Ich weiß es nicht. Solche Bugs dürfte es eigentlich nach 2 Jahren nicht mehr geben. Nee, eigentlich nicht. Komm, so, eine Fu. Nee, wir brauchen noch 3 Baumstämme. Ach, ist das. Ach, haben wir jetzt das dritte Ding gebaut? Für die Schildkröte? Nee, ne? Ja, nee, ich hab's gestern. Ey, das gibt's doch nicht. Was haben die für Probleme, Alter? Da hinten wäre ein Effigy. Oh, Stoff. Er möchte so runtergehen, danke. Und. Gut, okay.
glaube, ich musste immer einmal nochmal springen drauf, damit das erkennt, damit ich wirklich drauf bin. Okay. Die Sonne geht schon wieder runter. Hey! Hörst du auf? Okay. Sonst schmeiß ich die vom Floß. Nein. Bitte ja. Nicht. Nein. So, jetzt müssen wir wegen einem Baumstamm nochmal rüberfahren. Das gibt's nicht. Ich glaube, wenn wir wieder zurück sind, müssen wir erstmal wieder schlafen gehen. Wir könnten auch hier schlafen. Dann. Halt. Ja. Na. Die Steine, die spawnen doch immer wieder, oder? Ja. Aber da finde ich gut. Noch schnell ein Wassersammler. Ah ja, genau. Scheiße, ich habe keine Sticks, naja. Ah, warte, vielleicht habe ich welche. Es gibt aber immer wieder so Mini-Ruckler irgendwie. Ja, hast du die auch, oder? Ja. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, das liegt an mir. Vor allem, wenn man ein bisschen hektisch mal rumspringt oder sowas. Hey, Regen. Der Weg ist echt bald fertig, ne? Ja, das ist eigentlich... Das... Ah, nee. Ach, komm. Moment, ich wieso hab ich Hunger, Alter? Wieso hab ich Hunger? Und gleich zum Vogel hinlaufen. Warte, ich hab doch Fleisch. Ist es noch. Wo ist frisch? Ah, perfekt. Der Vogel, der poppt mir rum. Achso, ich hab. Roher, kleiner. Essbar, roh. Okay, die brate ich mal alle. Was, ich friere? Ja, es regnet. Nicht gut. Auch nicht für dieses Lagerfeuer. Ich habe mal zwei Fleisch drauf getan. Ich habe eins drauf getan. Kann man schon trinken? Nein. Jetzt kann man trinken. Ah. Alter, wie schnell man einfach anfängt zu friert. Ja, das ist übel. Zu friert. Der Weg ist so. Fertig. Tja, und jetzt? Ja, euch zurückkommen wir jetzt irgendwie nicht, ne? Scheiße. Nee, jetzt haben wir verkackt. Oh, es fehlt uns eine Baumstamm. Ich glaube, da wäre jetzt zum Beispiel die Kleidung ganz gut. Das stimmt, ja, aber die ist echt teuer herzustellen. Ja, ist auch teuer. Okay, der Mond, das sieht irgendwie leicht künstlich aus, muss ich sagen, wie so. Todesstern oder so. Vielleicht ist es der Todesstern. Oh. Hier sind wir! Hier sind wir! Hier, jetzt kommt so ein fetter Strahl. Yeah, pff, tot. Kann man jetzt. Ja, Lol, ich wärme mich auch gar nicht so richtig auf. Ah, doch, ich hab mich. Ei, ich friere schon wieder. Ganz. Ich hab so ganz leicht Eisen. Ja, du musst ewig lang da sitzen, bis du wieder ganz. Ich hab Angst, dass ich mich gleich wieder anzünd. Das ist mal echt blöd. Nee, wir können doch jetzt nicht die ganze Zeit. Ja, man, er friert jetzt nicht, bis wir rüberfahren, oder? Ich hoffe nicht. Probierst du es mal aus? Hallo, das sind 2 Minuten, also in 2 Minuten, der friert mich. Aber der Bildschirm ist sofort weg. Also wenn du, ich war jetzt noch nicht mal. Ich bin bis zum Weg gelaufen und da war es komplett klein. Komplett eingefroren. Ja, aber das ist. Nein, wir spielen auf Hardcore. Ja, aber wir spielen auf Hardcore. Ja, aber es wäre ja nicht realistisch, wenn wir jetzt auf dem Weg zu unserer Hauptbase erfrieren würden. Das sind 2 Minuten. Wie viele Minuten hält der Mensch im Eiswasser aus? Das sind doch bestimmt 5 Minuten oder so. Scheiße. Aber es regnet doch auch nicht mehr, oder? Ich bin hier. Ah, ich friere nicht mehr. Sehr ja, gut. weil es nicht mehr regnet. Hier geht's. Das nutzen wir aus. Oh Gott. Du wolltest mich hier lassen, ne? Nein, ich bin extra nochmal rückwärts gefahren.
Was hast du für Zuckungen? Zu hingehen, so. Oh. Ach ja. Da rechts stehen sie schon wieder mit der Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Ja, habe ich. Ich wäre dafür, dass wir jetzt den einen Baumstamm nehmen, zurückfahren und dann dort speichern und schlafen. Ja, vor allem von der Zeit her müssen wir es unbedingt. Kommt da wieder was durcheinander. Soll ich beide? Ne, nur einen, oder? Einen, ja. Geht los. Das muss ich unbedingt... hab Angst, dass unser Schlafrhythmus ist. Ne, ohne Witz, weil das war Katastrophe, dieser Schlafrhythmus, den wir bei der ersten Staffel hatten. Ja, ja. Da haben wir Nacht durchgearbeitet. Da hab ich jetzt Angst, dass er jetzt vielleicht auch verrückt wird. Weil es ja schon relativ lange dunkel ist. Nicht, dass wir jetzt im Morgengrauen wieder anfangen zu schlafen. Ist so übel. Na, vielleicht geht's ja noch gut, weil ich glaube, die Nächte sind irgendwie gefühlt immer länger wie die Tage. Ja. Ist einfach wirklich so. Es ist nicht so schön, so einen Weg zu sehen. Ja, irgendwie ist es geil. Und dann noch jetzt mit schönen Fackeln oder so, das wäre schon cool. Ja, genau. Aber die Fackeln, das war doch so, dass sie nicht angeblieben sind, ne? Die musstest du immer wieder anmachen. Nee. Ich glaube, angeblieben. Irgendwas musste man immer wieder anzünden. Ja, ja, aber ich würde jetzt nicht diese Fackel, sondern ich würde diese Totenkopffackeln machen. Ich glaube, die müsste man anzünden. Okay. Das nicht diese Holzfackeln oder was das war? Oder waren das nicht die Effigies, die man immer wieder irgendwie... Ja. Oder hat man die einmal angezündet und dann waren sie weg? Ach, ich hab keinen blassen Schimmer. Aber es ist noch morgen, also es sieht noch sehr nach morgen aus. Sieht gut aus, ja. Gut, ich hab Durst und ich hab Hunger und... Oh. Es hat ja letzte Nacht geregnet, oder? Oh, geil. Perfekt. Gut, dann würde ich... Ich glaube, Vögel habe ich auch noch im Inventar. Oh ja, einen Vogel habe ich auch noch, den brate ich gleich noch. Ich habe auch schon einen Vogel gehämmert. Ja, das mit den Vögeln, das ist ganz geil eigentlich. Dass wir da so viele haben, das ist echt Notfallration. Das braucht. Ja. Das ist echt gut. Da ist ein Vogel. Das sind ganz viele Vögel. Vögel. Nein, bleib da, du scheiß Vogel. So. Alter, der Vogel, der bringt richtig viel manchmal irgendwie. Mal so, mal so. So, da habe ich auch nochmal. Dein Essen ist drin, bist du? Oh ja, der bringt echt. Ich habe, glaube ich, gleich nochmal einen Vogel. Ich habe auch nochmal einen reingehauen, also bitte. Eine ist noch meine. So. Ah, wir wollten hier noch einen Garten bauen. Ah ja, genau. Wollen wir ihn hier so bauen? Ja. Alter, bald ist hier unsere Hauptbase, ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen. Ja. Was brauchen wir? Ah, Baumstämme! Nein! Nein. Oh, ein Essen ist fertig. Jetzt brauchen wir 4 Baumstämme. Oh, das ist viel. Das ist wieder 2 mal umgefahren. Vor allem, wir müssen jetzt erstmal wieder Baum fällen. Das ist ja ein widerliches... ...Aktionsgedöns. Als Floßfahren geht ganz jetzt gut. Ja, aber jetzt funktioniert es eigentlich wieder. Ich bin ja, satt, Rüstung habe ich. Ausdauer oben. Also satt habe ich, also ich bin nicht durstig, satt bin ich auch. Gut, Leben habe ich nur Hälfte und Rüstung habe ich eine. So, das gut, könnte okay bei mir noch besser sein. Aber ich habe Aloe Vera, glaube ich, mal gefunden. Ich glaube, ich könnte auch schon wieder Medicine machen. Aber wir müssen die Folge eigentlich auch mal wieder ja, demnächst. Wir könnten ja, da laufen sie schon wieder. Wir könnten ja jetzt zu unserer Hauptbase gehen, speichern. Und dann können wir es ja beenden, oder? Weil bis wir jetzt wieder die ganzen Bäume gefällt haben. Ja, ja. Und ich glaube, machen wir es einfach nicht. Ja. Dann können wir ja immer noch... Alter. Ich habe gerade gedacht, dass unsere alle Hütten weg sind. Ich habe das gerade voll. Das wäre hart.
Aber ich finde unsere Bau, also ich finde es hier richtig gemütlich, so mit den Wegen und da eine Hütte, da eine Hütte, da und drüben auch. Ja, das ist richtig gemütlich. Kannst du da noch deine Schildkröte drauf flackeln? Mhm. Meine Schildkröte habe ich drüben. Oh, Tatsache. Das war ich. So, gleich noch ein bisschen Stöckchen holen. Hast du mich gerade gehauen? Ich glaube, ich habe dich gehauen, ja. Ich habe dich nicht gesehen, dass du in meinen Weg reingelaufen bist. Gut, wie lang ist denn die Folge schon? Ich glaube, circa 25 Minuten. Ja, das wäre vielleicht auch mal eine gute Länge wieder. Ja, ich glaube auch. Letztes Mal war es eh immer ein bisschen länger. Schau mal wegen Fisch, ob hier irgendwo Fisch. Fisch schieß. Ich schau mal kurz wegen den Hasenfallen. Ja, ey, wäre mal so schön, wir haben jetzt noch keinen einzigen Hasen lebendig gefangen, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten einmal einen Hasen, aber irgendwie habe ich den Reh. Ah, Reh ist auch gut. Muss ich das aber. Ich habe keine Pfeile, ich treffe einen Besen, Alter. Gerade keine Pfeile. Was? Ernsthaft? Ja. Weil ich die doch alle drüben reingeschmissen habe. Weil ich doch gesagt, ich hol mir dann neue. Hm. Das ist ja natürlich jetzt blöd. Wo ist das Zeltlager wieder echt? Ach hier. Aber gefühlt geht die Ausdauer so schnell flöten. Das ist richtig anstrengend. Nee, also die Hasen fallen, da haben wir überhaupt kein Glück. Nee, überhaupt nicht. Richtig kacke. Finde ich furchtbar. Kannst auch voll sparen, weil das sind ultra viele Sticks auch noch, die du brauchst, ne? Ja, aber muss man auf irgendwas achten? Ich vielleicht mal googeln. Ob man da irgendwie... Komm. Am Wasser die bauen muss und am See. Ja, gut, ich weiß nicht. Okay, das ist eine gute Frage. Ja. Oh, hier sind noch Koffer, die zu sind. Lol. Stoff. Wo bist du? Müsste ich finden. Ach, bist du. Ich komme in deine Richtung. Nicht bewegen. Aber wo sind jetzt noch Koffer, wo nicht offen sind? Zwei Stück waren hier. So mitten im Wald irgendwie, total. So, okay. Alter, bist du weit weg. Oh. Alter, ich sprint schon die ganze Zeit durch. Alter, wo bist du denn? Hier. Ja. Ah, da. Oh! Lol, Alter. Wo war der Stoff? Hier in den Koffern. Nice. Hast du's? Weil dann müssen wir eigentlich gleich auch zurück und dann mal speichern und. Oh mein Gott! Fuck! Alter, hast du den vorhin auch nicht gesehen, wo du eigentlich den Stein auf mich. Alter, hat er mich gerade gerissen? Oh, da hinten läuft nochmal einer. Ist da hinten so eine Siedlung von denen? Oder ist nur einfach nur zurück. Wir müssen echt, sonst haben wir wieder Überlänge. Ich hab keinen Bock nochmal eine Überlänge zu haben. Wieder mit leichter zurück. Wie das ausschaut. Alter, mich hat's gerade zu Tode erschrocken, ehrlich. Weißt du, ich guck dich so an und plötzlich springt da irgendwer von seitlich vom Bildschirm in meinen Bildschirm rein. Boah, Alter. Todesangst. So, lala. Ich darf nur sagen, wir gehen in die Hütte. Holen, was? Ja, wir holen die Knochen, bringen die ins Haus und im Haus hören wir auf. Ja, oder ich speichere am besten dann nochmal. Ja, speichern. Ja, ja. Ja, wir gehen dann ins Haus.
Danach speichern wir, das müsst ihr ja nicht mitbekommen, wie wir speichern. Go on! Do it! Just do it! Ich seh schon, gleich zündest du dich an. Das Humpelstiefchen, das Humpelstiefchen. Ah, eigentlich, Gott sei Dank. Oh, ich kann überhaupt keine Knochen mehr aufnehmen. Gar nicht. Scheiße. Können wir da noch welche reintun? Ja. Passen wahrscheinlich richtig viele rein. Ja, das war schon mal voll. Hä, wo ist die hin? Hä, hast du doch noch alle aufstehen können? Nö, jetzt nicht. Ich habe aber auch keine mehr. Hä, wohl. Ja gut, dann hat es wohl doch irgendwie funktioniert. Okay. Perfekt. Dann. Cool, dann vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.